3:2 Niederlage in Altglienicke, da war heute mehr drin, oder? Ja, hundertprozentig. Wer das Spiel gesehen hat, weiß das. Ist die eine der bittersten Niederlagen dieser Saison auf jeden Fall. Die Schlussphase habt ihr nochmal gedrückt auf den Ausgleich. Warum hat es nicht gereicht zum Ausgleichstreffer? Gute Frage. Vielleicht hat am Ende dann die letzte Klarheit gefehlt, weil die Kräfte auch nachgelassen haben. Kann sein, auf jeden Fall wollten wir. Das ist Fakt. Aber warum es jetzt nicht mehr gereicht hat, kann man schwer sagen. Hat vielleicht auch John heute gefehlt und Tim Koch, die gesperrt gefehlt haben? Sicher haben sie gefehlt, aber ich denke, wir hatten genug Chancen oder Möglichkeiten, um auch unter anderen Spielern in Szene zu setzen. Am Dienstag ist schon wieder BRK, das nächste Nachholspiel. Wie wollt ihr das angehen am Dienstag? Sofort mit 100%. Ich glaube, es ist sogar gut, dass wir Dienstag direkt wieder spielen. Haben wir nicht lange Zeit zu überlegen, uns irgendeinen Kopf zu machen. Wir müssen einfach alles raushauen. Das ist ganz wichtig, weil wir wieder 3 Punkte brauchen. Die war heute vermeidbar, beziehungsweise es war mehr drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir ärgern uns selber diese Niederlage. Vor allem anhand auch der ersten Halbzeit, auch wenn wir da 3:1 verloren haben. Aber da war deutlich mehr drin. Wir haben wirklich spielerisch ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Und einfach die 3 Laufduelle dann zu den Gegentoren verloren, die halt zu den Gegentoren geführt haben. Und also wirklich unnötige Niederlage. Hast du den ersten Treffer für uns heute gemacht? Was sagst du zu deinem Tor? Ja, ich freue mich natürlich über meinen Treffer, aber also so richtig freuen kann ich mich auch nicht. Ich hätte gerne heute gewonnen gegen eine Klinike. Es war auf jeden Fall auch drin, aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir machen weiter. Schauen wir auf die kommende Woche. Am Dienstag wartet gleich BHK, am Sonntag Meusewitz. Ich würde mal sagen, beide 6-Punkte-Spiele im Kampf um den Klassenerhalt, oder? Wir wollen auf jeden Fall beide Spiele gewinnen. Beide Spiele werden eklig, werden nicht einfach sein. Da müssen wir wirklich noch mehr leidenschaftlicher gemeinsam agieren und noch mehr die Zweikämpfe annehmen. Wirklich bissiger sein als heute und dann werden wir schauen, wie viele Punkte wir da rausholen können. 3:2 Niederlage bei Altglienicke war vermeidbar heute, beziehungsweise es war mehr drin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben den Sieg heute oder den Punkt auf jeden Fall hergeschenkt. Ich glaube nicht, dass Altglienicke aus eigenem Ermessen heute die Chancen kreiert hat, sondern mit viel Zutun von uns haben, finde ich, das erste Mal jetzt, ich nenne es mal nach der Winterpause, einen richtig guten Ball gespielt, auch beide Halbzeiten, aber wir müssen halt auch defensiv die Zweikämpfe annehmen, gewinnen und sonst geht es so aus wie heute. Warum hat es am Ende nicht gereicht, den Ausgleich zu erzielen? Weil ihr hattet eigentlich genug Zeit. Ja, wir hatten genug Zeit. Ich denke, wir hatten auch genügend den Ball, Druck ausgeübt auf Altglienicke. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch groß, klar, 1-2 Konter haben sie gesetzt, ist aber nicht zu vermeiden. Aber ja, die Durchschlagskraft hat am Ende einfach gefehlt. Ist auch schwer, wenn der Gegner natürlich tief steht. Ne? Die haben große Jungs da hinten drin, da musst du schon irgendwie eine Lücke finden. Haben wir beim zweiten Tor von uns gut gemacht, aber ich glaube, danach haben sie es halt auch ein bisschen besser gemacht und haben den Ernst der Lage auch mal wieder begriffen, dass es nicht so im Vorbeigehen geht. Schauen wir jetzt nochmal auf dich. Die Woche kam der Anruf von der Sportschau. Dein direktes Eckentor soll zum Tor des Monats in die Top 5 gekommen sein. Was sagst du dazu? Vielleicht ist ja ein persönlicher Erfolg. Ja, es ist schön, klar. Würde ich lügen, wenn es natürlich nicht cool ist, sein Tor da bei der Sportschau zu sehen. Ist natürlich auch für Luckenwalde einfach schön, wenn man da im deutschen Fernsehen Luckenwalde ein bisschen auf den Radar holen kann. Aber ja, letztendlich, in dem Spiel war es wichtig, es hat uns einen Punkt beschert, aber jetzt gilt es halt auch mal wieder 3 Punkte zu holen. Da sind die Tore dann, wie sie fallen, auch ziemlich egal. Schauen wir auf kommende Woche, Dienstag BHK, Sonntag Meusewitz, das sind beide 6-Punkte-Spiele im Kampf um den Klassenerhalt, oder? Ja, absolut. Also jedes Spiel ist für uns ein enorm wichtiges. Wir gehen ja in kein Spiel und sagen, hier schenken wir die Punkte ab, aber klar, der Blick geht nach unten. Also wir gucken nicht, ob wir noch aufsteigen können, das wäre utopisch. Von daher ist jeder, der hinter uns steht oder in unserer Nähe steht, ist ein direkter Konkurrent, wenn es jetzt um den Klassenerhalt geht. Von daher ist da dann hoffentlich nach dem Spiel, aber siegen ist auf jeden Fall Pflicht, ja. 3:2 Niederlage in Altglienicke. Ich glaube, ihr seid, oder ich sag mal, es war die enttäuschendste Niederlage dieser Saison, oder? Ja, seit langer Zeit auf jeden Fall. Haben uns naiv angestellt. In beiden letzten Dritteln schlecht. Kinderfußball spielt, Jugendfußball. Altglienicke musste wieder keine Bäume ausreißen, um dieses Spiel zu gewinnen. Schauen wir auch auf die letzten Spiele. Chancen waren da, um zu gewinnen, beziehungsweise so wie heute den Ausgleich zu schaffen. Man startet vielleicht so mit einem Chancenverwertungsproblem in die Rückrunde, oder?
Ja, ich sage, ich habe ein Bein dritteln. Also wir sind bei der Verteidigung des eigenen Tores eine Katastrophe zurzeit. Und ja, im gegnerischen 16er ja, machen wir unsere Chancen nicht weg. Ich glaube, zwischen den Strafräumen ist es in Ordnung, aber so kann man keine Spiele gewinnen. Schauen wir auf den Berliner AK nächste Woche Dienstag. Die haben noch mal viel auf dem Transfermarkt im Winter getan. Die kann man jetzt gar nicht so richtig einschätzen, oder? Ja, weiß schon, was passiert am Dienstag. Also ist ein Wahrsager für uns. Wenn wir da verlieren, dann können wir nochmal richtig reinrutschen. Von daher, ich glaube, muss man nicht viel erzählen am Dienstag. Ist klar, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen müssen, um frühzeitig auch Ruhe zu bekommen. Sonntag ist dann noch Meusewitz. Also es wird jetzt eine der wichtigsten Wochen, die seit langem anstehen. Ja, viele haben sich vielleicht dann auch zu sicher gefühlt. Und jetzt haben wir auf jeden Fall Spiele vor uns, die wir ziehen sollten. Danke.